Hallo meine Mäuse, es geht weiter mit The Suffering. Scheiße, Mann. Ich wusste, es war keine gute Idee, hierher zurückzukommen. Torb, du bist die Killermaschine, nicht ich. Besser du übernimmst die Führung und bringst uns aus dieser Scheiße raus. Das würde mich aber auch interessieren, was war das für ein Geräusch? Ja, im letzten Part habe ich schon gedacht, wir wären in der Freiheit, aber wir waren nur im kleinen Vorgarten und dann von der anderen Seite ins Gebäude wieder rein, beziehungsweise in einen anderen Block. Ach, ich habe schon keine Maschinengewehrmunition mehr. Ja, und wir haben das Maschinengewehr im letzten Part gefunden, aber das ist eigentlich eher Nebensache. Das ist die Zauberkiste, die macht sogar Geräusche, Schiebgeräusche, obwohl die schon steht. Das ist nur diese Kiste kann das. Aha, aha, ein Klo. Ja. Was für ein toller Hecht. Gut, ich würde jetzt auch nicht die Klobedienung mit der Hand drücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde auch nicht nur im Stehen pinkeln, ich glaube, ich würde sogar im Stehen kacken. Ich glaube, da wäre mir jetzt alles egal. Der hat überall Spritzen. Und hört den Blues von Abbott. Das sieht gerade ein bisschen nach, das Spiel. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so hilflos. Ich kann sie zwar nicht so erledigen wie du, aber ich kann dir zumindest den Rücken decken. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Blutspur böse, zur Türe. Na, verdammt zu. Dann folgen wir der Blutspur. Pff, ich mach das schnell, die Scheiße schnell. Wieder zu. Scheiße, Mann. Was zum Teufel ist das? Ach, ja. Ja, da kommt wieder so ein bisschen Erinnerung. Zwar nicht mehr wirklich an die Gegner, aber jetzt, wo ich die gerade so mal gesehen habe. Gerade auch diese Predator- oder Raptor-Geräusche gehört. Dass ich einen Predator gehört habe. Fuck. Okay. Da haben wir gerade eine Exekutierung gesehen und ich würde fast sagen, dass das eine jetzige Aufnahme war. Also dass es nicht irgendeine alte Materialkacke war. Jung, ja, geh durch die Türe, ist mir egal, mach mir Platz. So, jetzt hätte ich Revolver Nummer 3. Ich habe gehört, es gibt eine verlassene Narrenheilanstalt auf der Ostseite von Carnate. Vielleicht führt die Regierung dort ihre Experimente durch. Halt doch mal die Schnauze, was ist das für ein Klacken? Haben die nie etwas von Larry Shelley gelesen? Dann wüssten sie, dass diese Scheiße niemals funktioniert. Also wie gesagt, ich habe es im letzten Part gesagt, wenn ich Meinungen äußere, dann hat es keine Hand und Fuß. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das nichts mit mit Versuchen oder Experimenten, weil die Gegner ja auch aus dem Boden kommen. Das würde einfach keinen Sinn machen. Aber das ist auch wirklich was, daran kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Warum da die Viecher sind oder sonst was. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Experimenten... Wobei die ja alle irgendwie was mit den Häftlingen zu tun hatten. Also jetzt so, was man so gelesen hat. Aber da fällt mir gerade ein, habe ich vielleicht auch schon vom Giftmischer. Peltier ist immer noch hier. Ich weiß nicht, was ein Peltier ist. Ist das vielleicht so ein Kartoffeltier, was sich irgendwie von alleine pellt? Das würde ich jetzt daraus schließen. Ja. Giftmischer. In den 70ern wurde die Todesspritze als die humanste Art der von den Gerichten des Staates angeordneten Hinrichtung eingeführt. Bis heute haben 25 solcher Hinrichtungen in Abbott stattgefunden. Diese Kreatur, ich nenne sie Giftmischer, scheint bei jeder kleinsten Bewegung zu leiden. Möglicherweise bekommt ihm die Mischung aus Natrium, Pentotal, Pancuroniumbromid und Kaliumchlorid in seinen Venen nicht besonders gut.
auch die zahlreichen Spritzen, die in seinem Körper stecken, tragen zu seiner desolaten Verfassung bei. Autsch. Muss auch mal sagen, der hat sehr ekelhafte Arme. Das Bein von dem rechts sieht auch nicht ganz nett aus. Die haben alle so komische Arme und Beine. Als die humanste Art, der von ihm ja, ich freue mich. Ja, yeah, da hört man so Ghetto-Mucke, da kannst du direkt über 18 Stockwerke springen. Hatte eine Basis auf dieser Insel. Sie ist in der Nähe der Straße, die zu den Docks führt. Dort haben sie bestimmt mit den Experimenten angefangen. Haben versucht, einen Supersoldaten zu schaffen oder sowas Verrücktes. Geht mir ein bisschen auf den Sack mit seinen Supersoldaten. Soll man lieber diese Predator-Geräusche hören? Okay, hier unten scheint es weiterzugehen. Oh fuck, da haben wir den ersten Kandidaten. Ja. Ah, ich habe gerade kurz auf irgendein Quicktime-Event gewartet, aber das war noch nicht so die Zeit dafür. Da hatte man das noch nicht so intensiv, weil ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Da finde ich auch wildes Knöpfe hauen, ehrlich gesagt, realistischer als im richtigen Moment irgendwo X oder Viereck drücken. Ja, und ich weiß, halt realistischer. Heartbreath? Was ging denn da gerade ab? Der scheint da nur zu sitzen. Ach, da sehen wir von der anderen Seite auch nochmal. Wir haben total die Panik, dass die Kamera jetzt nach rechts geht, dass sie nach links ist, dass das Ziel dann nicht mehr da ist. Dann geht die nochmal nach rechts und dann nochmal nach links. Dann steht das Springer so einmal in die Kamera oder sowas. Aber meine Wünsche werden in dieser Richtung nicht erfüllt. Da steht irgendein, keine Ahnung was, vor der Tür und hat anscheinend sehr viele Polizisten umgebracht. Ha. Huh. Oder geht's jetzt hier weiter? Ach, das ist doch... Kacke, das ist doch echt kacke. So, ist das Lied vom Sterben, Schwan direkt vorbei. Ne, ich glaube, hier geht's weiter. Was ist denn jetzt hier? Ich guck mal eben so ein bisschen rum. Das ist die Frau. Zweimal habe ich mich so richtig in die Ecke gedrängt gefühlt, Torg. Beim ersten Mal wollte ich dich nicht besuchen. Beim zweiten Mal war ich nicht bereit, mein eigenes Leben aufzugeben. Die Chance auf eine Karriere. Tut mir beides leid. Aber du, Torg, du warst dein ganzes Leben lang... Oh, fuck. Man muss stark sein, um frei zu sein. Ja, ja, ja. So auch nicht. Ich wollte vor den Viechern weglaufen, nicht mit den Viechern mit. Aber das haben die irgendwie nicht ganz verstanden. Ach, die scheinen von den Lichtdingern zu verrecken. Nee, doch nicht. Ich guck mal eben doch noch, was hier war. Weil ich dachte nämlich, hier geht's weiter. Die lebt doch. Dad! Was habe ich getan?
warst nie mein Vater. Nie wirklich. Muss ich nicht verstehen. Aber ich find's echt schade, dass es so Spiele nicht mehr gibt. Weil, ich meine, gut, Outlast, schön und gut, also es ist ganz okay, es ist halt auch wirklich sehr schreckhaft, aber ich weiß nicht, also das ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich persönlich, für meinen Geschmack, mich hat Outlast jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Es war wie gesagt ganz gut, es war auch wirklich sehr schreckhaft, aber es war für mich wirklich einfach nur Grusel, nicht wirklich Horror. Aber das ist ja für jeden, ist das ja wirklich Ansichtssache, was ist jetzt Grusel, was Horror, was keine Ahnung. Aber hier ist mir ein bisschen zu viel gerade los. Toll. Kluge Idee. Okay, aber die scheinen mir nicht großartig hinterher zu kommen. Habe ich eben gehört, dass es nur 25 von denen gab? Oder waren das einfach nur die Fälle von den Verurteilten? Weil wenn es nur 25 von denen gibt, das wäre natürlich schön. Hey, ich kann duschen. Hoffentlich ist hier kein Stück Seife. Fuck. Willst du? Ja, teleportieren können die sich auch noch, oder was? Fuck, ich glaube, die kommen aus dem Wasser. Ah, das war eine Panikreaktion. Okay, also kein Wasser mehr anmachen. Ey, komm schon, wollt ihr mich verarschen? Ich habe gerade gesagt, kein Wasser mehr anmachen. Fuck. Ey, oh fuck. Ich. Ey, Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, hier brennt es. Toll, komme ich hier irgendwie dran vorbei oder durch? Oder? Mann, das ist doch kacke. Bitte, ich habe euch nichts getan. Ich meine, gut, ich habe ein paar von meinen Brüdern umgebracht. Ey, das geht hier überall an das scheiß Wasser. Also die zu töten, das bringt nichts. Ich habe das gerade eben gesehen, die kommen aus dem Wasser. Nee, hier ist nichts. Ich komme hier wieder durch. Hinten ist irgendwas mit dem Feuer. Ich muss irgendwas mit dem Wasser und mit dem Feuer machen. Das ist... Oh, oh. Feuerlöscher. Ich werde bekloppt. Oh, das klappt. Das klappt nicht. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Jetzt sage ich, die Tür geht auch noch auf. Och, ihr wollt mich doch echt verarschen. Okay, hier geht's wieder nach draußen. Dann gucke ich mich zuerst mal hier um. Die Musik ist auch gerade ruhig. Das heißt, ich werde auch direkt ruhig. Oh, fuck. Die haben ja sogar Spritzen als Auge. Ich meine, das habe ich eben schon irgendwie gesehen, aber nicht so wirklich wahrgenommen. Wollt ihr mich denn verarschen? Das ist ja wirklich vom Regen oder von der Dusche in die Taufe. Oder Traufe, was auch immer. Hier ist es auf jeden Fall nicht sicherer. Das ist Fakt. Häftlinge, dort unten! Holt sie euch! Ja, pff. Holt sie euch im Sinne von geht runter und rettet sie oder holt sie euch im Sinne von holt sie euch? Oh. Ja, toll. Geht mal zu eurem Heartbrave. Oh, Mann. Okay, zum Sachen verschieben ist hier keine Zeit. Ah, zum Türen öffnen auch nicht. Aber wenigstens kriege ich hier gut Munition und Taschen ab und all so ein Driss. Ist der am Kacken, oder? So. Brauchst du nicht mehr drücken, mein Freund. Ja. Sehe ich genauso. Puta und Diablo. Ey, cool. Helfen die mir? Ist dieser Hombre? Weiß nicht. Hab ich nie vorher gesehen. Buenas noches, Senor. Suchst du Chico?
Vieh, Chico. Woher wissen wir, dass er nicht ein von diesen Viechern ist? Ja, hombre. Jeder hier in Abbott kommt früher oder später zu mir. Denn Chico kann dir alles besorgen, was du willst. Also, warum kenne ich dich nicht? Ich glaube, der verarscht uns, Chico. Ach ja? Dachtest wohl, du könntest mich verarschen wie so einen dummen Wichser? Mach ihn fertig. Ach nein, komm, Leute. Ist das euer Ernst? Ist das euer verdammter Ernst? Ja, voll der Techno-Hörer. Ja, immer schön in die Nüsse, so hat Butters mir das beigebracht. Ich wollte schon sagen, es wäre jetzt aber mies, wenn das eine böse Tat gewesen wäre, weil es war ja wirklich nur Notwehr. Nirgendwo trifft man mehr auf hilfsbereite, nette Menschen. Die Geräusche von den Schritten klingen gerade, als würde er mit nackten Füßen über Asphalt laufen. Eine Türe! Der T-Block, okay. Mann! Ach, jetzt das an der Decke. Ja, toll. Hä? Wo ist das hin? Okay, es ist eins mit der Wand geworden. Das ist mir aber auch gerne recht. Hauptsache, scheiße, ist nicht hier. Okay, hier ist... Oh, scheiße! Talk, steh auf, Mann! Oh nein, wie deckt mir jetzt den Rücken? Ich bin ein toter Mann! Okay, also der Strom ist Instant Kill. Ich frag mich gerade nur, wer da geredet hat. Das klang nämlich so wie der maximal pigmentierte, den ich ganz am Anfang irgendwo verloren, also nicht ganz am Anfang, aber ganz am Anfang des Partes irgendwo verloren habe. Ha. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht am Anfang des Gebietes. Ich fand das ein bisschen blöd, dass ich wirklich mit einem Schlag tot war, vor allem, weil ich ja gar nicht wirklich im Strom stand. Ich war ja wirklich schon ein Stück davon entfernt, also. Man hätte was rücksichtsvoller sein können. Okay, ich bin ja eben... Ja, genau, hier bin ich gerade eben direkt rausgegangen. Also wo die alles nach der Dusche, wo die so durchgedreht sind. So, dann bin ich hier durch. Dann bin ich hier durch. Aber ich finde das hier so ein bisschen eigen. Da ist eine Leiter. Da waren zwar unten noch ein paar Taschenlampen und sowas, aber scheiße ich jetzt gerade drauf. Ey, ich komme mir tatsächlich hoch. Um diesen Ort zu überleben, muss man so werden wie er. Ich habe versucht, es zu bekämpfen, aber das hilft nicht. Okay. Okay, ich kann hier drehen, in welche Richtung ich will, es scheint nicht zu bringen. Das ist doch hier meine Aussicht. Ey, die kämpfen ja gegeneinander. Verdammt. Der Schneider-Typ, also der Schlechter, der war mir dann doch etwas sympathischer. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Türe? Irgendwie muss man da ja reinkommen. Karte vom östlichen Zellenblock Süd. Was war denn jetzt unten beim Strom? Wäre ich da jetzt gar nicht lang gekommen? Oder wäre ich da jetzt durchgekommen, weil der Stromtyp weg ist? Soll ich das eben da hinlaufen? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke, ich muss den Strom abstellen, weil das sah aus, wenn das Center weitergeht. Haben wir wieder den Raptoren. Eine Bücherei, toll, toll. Wenn es blutet, kann es sterben. Ah,
Mann, ey, wie viele gibt's denn von euch? Also auf jeden Fall mehr als 25, das ist Fakt. Ui, der hat's auch hinter sich. Och nö. Da macht das mal schön untereinander aus. Der Giftmischer hat was über die Mutter vom Schlechter gesagt, das habe ich eben mitbekommen. Uncool. Echt uncool. Das ist doch echt uncool. Boah, Leute. So, hätten wir mal ein bisschen aufgeräumt. Ein bisschen. Boah, sind die Viecher noch richtige Operationen am Dorfschirm oder was? Geile Scheiße. Ah, die verdunsten auch noch. Auch das noch. Ja, habe ich eben gesehen. Also wenn das der Typ war, der die Häftlinge erschossen hat, was eigentlich schon gesagt wurde, dass das der war. Ja, öffne noch langsam die Tür. Streichel die Tür noch ein bisschen, küss die. Versuche, Gedanken der Türe zu verstehen beim Öffnen. Du hast alle Zeit der Welt. Mach dir keinen Stress. Mann, ey. Der soll ich abwischen oder was? Ist der da am Scheißen, ey? Nee, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier wieder mal. Nee, das ist. Einfach zu heftig. Aber ich frage mich gerade, wie. Da hängen welche. Das hängt ist cool. Aber hier werde ich den Part jetzt beenden. Ich werde das Spiel jetzt auch speichern. Ich werde allerdings nicht überspeichern, weil mich das doch interessiert, dass ich meine, das ist nur eine blöde Vermutung, aber ob jetzt, wo der Stromtyp da war, ob hinten da, wo ich zuerst gestorben bin, der Strom vielleicht weg ist und doch irgendwas, vielleicht eine Waffe oder ich weiß es nicht, da lag. Also das werdet ihr direkt beim nächsten Part erfahren. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr im nächsten Part auch wieder dabei seid. Wir sehen uns.